Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zu Enjoy Magic Review. Ja, heute haben wir was aus unserer Jugend dabei. Ich weiß nicht, Andy, hast du sowas hier mal gespielt? Quartett? Quartett? Ja, die kenne ich halt tatsächlich noch. Ja, genau. Metropolen der Welt habe ich hier. Ne? Kleiner Nerd halt eben. Was ich früher gemacht habe, ich habe versucht, die Leute zu fragen, welche Zahl sie oben hatten. Und irgendwann konnte ich mir die tatsächlich merken. Ja? Mhm. Beziehungsweise, also A1 ist halt der absolute Klassiker mit Moskau, das ist die Trumpfkarte halt quasi. Wir probieren aber was anderes. Andi, kannst du mal eine Karte rausziehen, welche du magst? Die hier? Schau sie dir an. Und was ich von dir möchte ist, was möchtest du? Wir haben Einwohner, Fläche, Gründungsjahr, dann Höhe über dem Meer. Ja, genau, Bevölkerungsdichte und höchstes Gebäude. Ne, wo, was denkst du, was hoch ist? Was hoch ist? Ja, also Bevölkerungsdichte. Bevölkerungsdichte. Okay. Consumer, die ist ja immer pro Quadratkilometer. Es ist eine fünfstellige Zahl, ist das korrekt? Ja. Es ist höher als 25.000. Ja. Sind 26.000? Ja, aber es... Mehr? Okay, was ist es? 26.800. Ah, 26.800. Okay. Interessant ist noch... Okay, ich war nah dran, aber das war... auf der linken Seite, da ist so ein roter Kreis und da ist noch eine durchschnittliche Temperatur. Ja. Lass uns da mal aufgehen. Sind 22,8 Grad? Ganz genau. Sehr schön. Okay, dann wir sind jetzt eingestellt. Okay. Folgendes. Konzentriere dich mal bitte oben links auf die Zahl und auf den Buchstaben. Okay? Ja. Okay, es ist auf jeden Fall keine Trumpfkarte. Nein. Es ist aber... Es ist 6C. Ganz genau. Dann ist es Hongkong. Ist das korrekt? Vollkommen richtig. Perfekt. Das ist einmal... Hongkong. Und wie gesagt, ihr könnt halt eben... Genau, das sind die Metropolen der Welt. Das sind Forcierkarten. Forcierkarten, sagt man, kennt man ja auch als Spielkarten. Hier halt eben mit Metropolen. Das Schöne an Forcierkarten ist, ja, es gibt mehrere Varianten davon. Das heißt, ich habe jetzt hier überhaupt keine Gedächtnisleistung machen müssen. Ne? Ein paar Fehler natürlich eingebaut aus Spaß, halt eben, damit es ein bisschen authentischer wirkt, wie gesagt, präsentationsmäßig. Wenn ihr entsprechendes pieken könnt oder das entsprechend auf einem Clipboard eine davon entbehren könnt. Es sind zwei Forcierstädte, einmal die A1, einmal die 6C, wie man es gerade eben gehabt hat. Von den Varianten gibt es auch noch Musikinstrumente. Was ich dazu sagen möchte, ihr könnt noch zusätzlich was kaufen. Ihr könnt einmal dieses hier einzeln kaufen. Ihr könnt es auch noch mit drei normalen Quartetts kaufen. Und dazu gibt es dann noch Varianten, wo ihr mit vier normalen Quartetts, mit einer deutschen Anleitung und wo ihr auch ein Svengali-Deck damit zum Beispiel bauen könnt. Also ist alles in der Trickbeschreibung dabei. Das sind die Metropolen der Welt. Wie gesagt, gibt es noch als Musikinstrument. Und in dem Zusammenhang, weil es vom selben Produzenten ist, wollen wir euch noch diese Bildimpulse, Basis und Tiere zeigen. Warum zeigen wir euch die? Finde ich persönlich sehr schön. Ist ähnlich wie das Gallery-Deck aufgebaut. Den Verweis wollte ich auch noch bringen. Es ist ein sehr schönes Beispiel für weg von Karten, aber bei Karten bleiben. Genau. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, aber es gibt ja immer das, dass die Leute, boah, noch ein Kartentrick. Mhm. Und auch wenn es immer coolere Kartentricks sind und du als Zauberer so denkst, oh mein Gott, ist doch so geil, Zuschauer bleibt es immer ein Kartentrick. Wenn man aber, das ist das Witzige, zu so einem Deck geht, wie einem Gallery-Deck oder ich hatte mal dieses, haben wir es jemals reviewed, dieses Social-Media-Deck, dieses Facebook-Deck von Soma, das mache ich auch sehr gerne immer noch im... Und das ist jetzt wieder auch was aus der Reihe, einfach andere Karten. Und dann ist es für die Leute, also ist zumindest mein Eindruck, kein Kartentrick mehr. Insbesondere, wenn man es Bilder nimmt. Genau. Ich habe hier Bilder, suche eins von den Bildern aus. Es macht auch viel mehr Sinn, zu den Leuten ja zu sagen, denk an eins dieser Tiere. Ja, anstatt denk an die Herz 5. Warum die Herz 5? Schöne daran ist noch, die Verpackung hier, selbst wenn die Leute das angucken, es steht hier Bildimpulse für Inspiration und Coaching. Also das ist schon, es ist gerechtfertigt. Also ihr habt es halt irgendwann mal gekauft, ihr habt es irgendwo mal gesehen, ihr wart auf einem Coaching-Trip und ihr fandet es schön, das mal zu verwenden. Ihr könnt es verwenden, um mit Pre-Show, die Ente, wie gesagt, es ist hier auch noch eine Anleitung mit so Spielregeln oder Stehgreifrede. Wie gesagt, das ist aber alles nur Schein. Also ihr verwendet es halt eben quasi für einen Force. Hinten schaut es auch tatsächlich nicht aus wie eine typische Bildimpuls-Kontaktiere. Ist halt eben auf Deutsch, was es vielleicht noch ein bisschen für manche simpler macht zu verwenden.
Einfach hier noch der Querverweis. Und hier, also das sind wie gesagt nur Tiere. Und hier haben wir so verschiedene Sachen. Wir haben eine Straße, wir haben, das hier ist so ein Gitternetz auf einem Bau, wir haben Boxer, einen Unfall, Gewürze, Zug in der Wüste. Also das ist sehr schön gemacht und vom Preis her ist es deutlich günstiger als das Gallery Deck zum Beispiel. Ihr könnt aber auch deutlich weniger damit machen als beim Gallery Deck. Das stimmt. Das ist auch jetzt, da ist jetzt ja keine Routine, wenn ich, da, ich habe zumindest nicht. Da gesehen, nicht, oder? Bei dem halt eben, wie gesagt, eine kleine Anleitung, was man machen kann. Aber keine Magic DVD oder Download-Link, wie man es sonst so kennt. Es ist für die Kreativen unter euch, die sich selber was entwerfen wollen. Nicht für die, die jetzt eine Routine, wie beim Gallery Deck ist ja alles Mögliche mit dabei, soweit ich das, du warst der Spezialist, aber das ist halt hier nicht der Fall, sondern das sind halt wirklich so, mach was Cooles mit und dann kann man selber kreativ werden. Und ich finde es einen guten Ansatz. Ich finde es auch sehr schön, insbesondere jetzt bei dem möchte ich nochmal ganz kurz eingehen, bei den Quartettkarten, Metropolen, für die Leute, die Pre-Show machen wollen, insbesondere mit Städten, finde ich es irgendwie komisch, irgendwie so Karten, so Blankokarten mit Städten drauf. Das hier kennen die Leute, es ist ein Quartett, man kennt es. Man kann sagen, oh ja, damit habe ich angefangen. Man kann dieses, ich habe mir früher mal immer versucht, die Städte zu merken und dann herauszufinden, was es ist. Und irgendwo jetzt als Mentalist, bla 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 bla, ne, kann man hier hingehen. Und ich möchte dir bieten, einfach, dass du ein bisschen besser dran denken kannst. Ne? Gib mir mal, oder zieh eine Karte raus und so die Leute halt eben drauf forcieren. Ja? Generell also meine persönliche Meinung ist, empfehle ich das für Mentalisten. Ich finde immer die Kombination aus also einem Pokerkartenspiel und Mentaleffekt ein bisschen schwierig, weil die Zuschauer dann immer, auch wenn es ein krasser Mentaleffekt ist, trotzdem als Kartentrick abstempeln. Wenn ihr aber Mentalsachen macht, Städte forcieren, Pre-Show, whatever, und ihr macht es mit sowas, dann ist es, kommt ihr eher hin, dass die Leute sagen, boah, der hat Gedanken gelesen oder so und das stempeln es nicht, kategorisieren es nicht als Kartentrick. Ja, was soll man es bewerten? Oder? Von der Bewertung her. Ich finde es auf jeden Fall, ich gebe dem Ganzen 7,5 Punkte. Ich finde es interessant, ich arbeite jetzt aber schon zu sehr mit dem Gallery Deck und mag die Sachen dahinter, was man damit noch mehr machen kann, mehr als jetzt nur der reine Force von den Karten oder halt eben von den Karten. Bei mir sind es 5 Punkte, mir fehlt so ein bisschen die Anwendungsmöglichkeit, es ist nicht mit dabei, es ist halt so, bitte werde kreativ, es ist nur ein Tool. Schwierig, was ich jetzt persönlich nicht verkehrt finde. Ja, aber, ja genau, also kann man jetzt so oder so sehen, es ist kein rundes Zauberprodukt, sondern es ist halt so die Hälfte und dann die andere Hälfte muss man aus eigener geistiger Anstrengung nachliefern. Die Leute, die, ich werde hier da draußen das schauen und sind mal zu, die sagen, genau das hat mir gefehlt und genau für die Leute ist es. Genau, und ja, so viel. Deswegen für Anfänger würde ich es jetzt nicht empfehlen, sondern eher für Fortgeschrittene, die sagen, oh, ich will was eigenes designen. Mentalisten, die einfach mal von Karten wegkommen wollen. Ja. Und genau, das wäre mein. Das war das, oh, wie heißt es? Forcierkarten-Spiel. Quartett-Forcierkarten. Genau. Der Welt. Link in der Beschreibung. Ja. So, gut. Zur Mitte der Review. Wir haben eine große Ankündigung. Wir haben jetzt mit Magic Shop zusammen ein Affiliate-Marketing Abkommen, genau. Was heißt es? Wenn ihr über einen Link bei uns unten in der Beschreibung geht, geht ein gewisser Prozentsatz an uns. Ihr zahlt nicht mehr, also es, nur weil ihr über den Link geht, wird es nicht teurer, aber es wird registriert, dass ihr über uns gekommen seid und dadurch wird ein gewisser Teil an uns gegangen. Würde uns sehr helfen. Wie gesagt, wir wollen es auch sehr öffentlich machen, einfach nicht, dass ihr irgendwie was denkt, falls ihr es denkt, das soll eigentlich, wie gesagt, öffentlich sein. Was da reinkommt, wird euch eigentlich auch wieder zugute. Wir sind gerade am Umbauen von der Website, da würde uns das tatsächlich sehr helfen. Tatsächlich. Das ist halt so. Ja. Wie gesagt, wir verlosen jetzt auch wieder Produkte. Wie gesagt, kommt eigentlich alles euch zugute. Ne, die Show soll ja auch werbefrei sein, aber bleibt alles, was ihr damit machen müsst, und es wird auch, wie gesagt, bleiben, aber alles, was ihr eigentlich machen müsst, ist unter diesem Link. Die Links sind auch überall auf der Website, in den Blogartikeln, und wir werden jetzt auch also es sind noch nicht die alten Videos, noch nicht, wir werden auch schauen, dass wir da noch welche nachbauen, aber ansonsten, unter dem Video findet auf jeden Fall den aktuellen, unter allen kommenden Videos auch. Also nur, um es nochmal klarzustellen, wenn ihr über diesen Link geht und irgendwas kauft, ihr müsst nicht das Produkt kaufen, wo der Link jetzt ist, stimmt, das ist ein Punkt, quasi, wenn ihr da reingeht und ihr ganz normal shoppt bei Magic Shop, das wird dann registriert. Das würde uns, wie gesagt, sehr helfen. Und jetzt kommt natürlich gleich die Verlosung mit dazu. Wir verlosen, wie gesagt, die Basis, Tiere und das Metropolendeck, alles auf einmal. Wir gehen einmal durch. Wir haben hier die ganzen Magic Member, Link in der Beschreibung unten, wer sich dafür interessiert. Andi, und wer ist es? Komm, Wirbel. Godwood. Der Stefan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Ist diese, verbirgt sich hinter diesem Synonym. Ha. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit. Kannst du da mal in die Blogartikel schreiben? Schreib uns, genau. Schreib uns und schreiben wir dir. Genau. Und dann kommt's weiter.
Swoosh. Als nächstes Produkt, ein sehr witziges, The Receiver von... Ich wollte es gerade epischer gestalten. From the mind of Jimmy Strange. Oh ja, stimmt. Jimmy Strange. War schon ein paar Mal da, noch nicht so pralle Zeug rausgehauen. Cooler Typ, aber diesmal hat er es gecrushed. Naja, The Receiver. Es erinnert wahrscheinlich die meisten an Kindertage. Schnurtelefon, glaube ich. Schnurtelefon. Ja, mit zwei Becher. Er nimmt... Also für die es nicht wissen, Schnurtelefon. Zwei Becher, Faden dazwischen. Wenn man spannt, kann man reinsprechen. Und der andere hört es. Der andere hört es. Genau, das ist so eine physische Spielchen. Ja, ich kenne das mit Dosen. Er macht das hier natürlich neumodisch bewusst, wie er ist, mit Starbucks-Bechern so. Und ja, der Effekt ist ganz simpel erklärt. Er hält seine Hand drauf, spricht nicht rein und es kommt eine Geisterbotschaft. In dem Fall Herzkönig. Herzkönig, einfallsreich, beim Gegenüber an. Mhm. Ja, das war's. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Tutorial schon so anfängt und mir erklärt, wie ich ein Bechertelefon baue, ja, hört schon auf. Wer Fairness habe, hey, die Schnur ist dabei. Die Schnur ist dabei, die Starbucks. Nein, aber ganz ehrlich, also er macht es halt mit einem Kartenforce, ja, er forciert den Herzkönig und sagt zu der Dame, sie soll das an ihr Ohr halten und er hält es, könnte es auch an seinen Kopf halten und seine Stimme taucht da drüben auf. Ja. Keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, haut mich null vom Hocker. Ich find's voll komisch, also schlecht komisch. Es ist, ja gut, hier steht noch, ja, es kann jeder Karten, weil jedes ESP-Symbol, jedes, genau. Jede Form, jedes Objekt, jede Nummer, jeder Name einer Person. Ah, pff, er ist... ja, also ich finde das Setting ganz witzig. Sternzeichen. Weil dieses Schnurtelefon im Prinzip jeder kennt und weil es eine nette Art ist. Es ist eine nettere Art, eine Mentalbotschaft. Ich weiß nicht, ob es jeder kennt, ganz ehrlich. Wahre Geschichte. Vor 4 oder 5 Jahren war ich im Toys R Us oder im Hobau, irgendwo da, also im Kinderladen, und da gab es das zu kaufen. Es gab ein Dosentelefon zu kaufen. Schnurding, alles vorbereitet. Musst du mir vorstellen. Also, keine Ahnung, ob man das kennt, aber... Aber wenn es die Zuschauer nicht kennen, dann könnt ihr auch noch den physikalischen Effekt als Magic-Botschaft verkaufen. Umso besser. Das ist dann... Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, was ich nicht gut finde, ist das Spielkarten. Warum muss es immer eine Spielkarte sein? Weil es simpel ist, weil er muss sich kein Force überlegen, kein Pi, kein nichts. Es ist halt ein Force. In dem Fall würde ich zum Beispiel... Boah, Achtung, jetzt kommt's. Das, sowas davon empfehlen. Ein Tier forcieren und dann im Prinzip diese Botschaft dadurch... Ja. Wäre eine nette Geschichte. Auf der anderen Seite, was ist der Effekt? Ganz ehrlich, was ist denn der Effekt? Also, das hat, ja, konzentriert er sich und sendet seinen. Also, da macht es doch mehr Sinn, das gegen seinen Kopf zu halten. Also, das wäre. Also, wir gehen mal ganz kurz aufs Gimmick ein. Das Gimmick ist da dabei. Es ist ein Audio-Gimmick. Ja, wer hätte es gedacht? Ihr bespielt es so, Andi, man bespielt es nicht per USB-Stick. Nein, es ist noch richtig altmodisch. Siehst du nicht mal, das kennst du. Ja, so ähnlich. Ja, ihr könnt es aufnehmen. Ding, es ist. Es ist keine Fernbedienung dabei, sondern ihr müsst halt eben triggern in dem Moment, wo ihr quasi das vielleicht an eurer Hand macht und draufhaltet, ja, oder halt das, oder in den Becher rein. Es gibt noch eine Variante, wo ihr das quasi nicht forcieren müsst, sondern quasi es eine freie Wahl ist. Ihr hat das sich halt mit ausgedacht, Mai. Auf der anderen Seite, was ist der Effekt? Also da fehlt mir wirklich der Sinn davon. Ja, ich habe hier ein Dosentelefon, halt's dir gegen's Ohr. Oh, dein Kartenwert ist auf einmal da drin aufgetaucht. Ja, da gebe ich dir voll recht. Ich finde, mir gefällt, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde das Setting ganz nett, dass da zwei Zuschauer stehen mit so einer langen Schnur und vielleicht... Nicht zwei Zuschauer, er muss ja eins halten. Ja, er und ein Zuschauer und mit dieser langen Schnur, und das mal würde in einem Street-Magic-Szenario oder bei einer Straßenshow vielleicht einfach was hermachen. Das ist eine catchy Situation. Die Frage nach dem Effekt, da hast du recht. Mhm. Zu Anfang der Review fand ich den Trick noch viel besser wie jetzt. Ja, keine Ahnung. Das Einzige, was mir spontan einfallen würde, ist quasi, wenn man das so verpacken würde mit so, ja, wir versuchen jetzt Geister heraufzubeschwören und wir hören mal, was ist. Aber es macht ja keinen Sinn, warum sollte man so ein scheiß billiges Dosentelefon nehmen? Was ist ja, das macht es viel zu albern, um dafür. Also yeah, es ist für mich persönlich zu albern, um Mentaltrick zu sein, aber nicht witzig genug, damit es eine witzige Mentalroutine ist. Ich verstehe den Punkt, ja. Also, das ist gut. Ganz komisch. Das ist ein Produkt, das ist, keine Ahnung, es ist halt rausgebracht, damit man es rausgebracht hat. Er hat halt eben irgendwo wahrscheinlich bei Amazon oder bei keine Ahnung, wie heißt es, Wish, sich 100 Dinger davon gekauft. Und ich denke mir jetzt einen Trick dazu aus. Entschuldigung, wenn es jetzt so Shitstorm-mäßig ist, aber ich verstehe den Effekt nicht. Ich verstehe die Props dafür machen mir überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, das mit dem Kartenforce, ja, man kann ja alles revealen, ja klar, hier steht es wieder drin, ja, ihr könnt alles, ja natürlich, ihr könnt es ja auch alles besprechen, ihr könnt ja sagen, du bist ein Arschloch und auf einmal hört er das, ja, na toll, natürlich kann ich alles draufspielen.
Ich finde es furchtbar. Komm, hau die. Ich gebe dem Ganzen 2 Punkte. In meinen Augen nicht zu gebrauchen. Ich werde es auch nie verwenden. Also keine Ahnung, es hat, wie gesagt, die ganzen, ich habe es ja schon gesagt, ich gebe 2 Punkte. Also ich finde, es hat weitaus mehr Potenzial als du. Man sieht, man kann das richtig fett aufbauen. Also, ja, es ist keine ganze Routine dabei, genau, bei den ganzen Dingen. Forcierkarten ist keine Routine, weil es kein rundes Produkt ist. Ich sehe da ganz viel Potenzial nach oben. 3 Punkte. Ja. Nein, es hat wirklich diesen Fehler des Effekts, den muss, kann man nicht schönreden. Es ist eine nette Situation, man muss selber viel noch dran machen, um daraus was Gutes zu bauen. Was wir aber ihr lernt, wie ihr mit euren Kindern Dosentelefon bauen könnt. Richtig. Und ihr habt eine Schnur dafür dabei. Ja, Schnur ist dabei. Also, ja. Es ist Potenzial nach oben. Das ist Potenzial. Es ist für Anfänger, Fortgeschrittene, für... Ja, nee, es ist für gar keinen. Es ist für mein, in meinen Augen immer wirklich ein magisches Produkt. Genau, das war The Receiver von Jimmy Strange. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Room für diese Woche. Denkt, wie gesagt, an den Affiliate-Link. Würde der schon mega helfen. Danke an Stefan für die Unterstützung, dass du im Eimer warst. Wer in den Eimer möchte, steht unten drin da. Viel Spaß mit den Produkten. Das war das Receiver. Kennen wir. Jetzt haben wir drüber gesprochen. Wurde erwähnt. Herzlichen Glückwunsch. Du bist in diese Show gekommen. Das wird das Beste sein, was du mit diesem Gimmick hast. Bevor hier der Rant losgeht, ja. In diesem Sinne, bleibt magisch.